sie mit Sprengstoff zerstören können, sollte das das Schiff außer Gefecht setzen und es uns ermöglichen, seiner Fracht habhaft zu werden, ohne Kollateralschäden zu riskieren. Hm, 53. 53, okay, wir schießen erstmal auf ihn unten. Ah, daneben. Haha. Plumpster Lacker. Ja, ich natürlich auch mit den Scharfschützen. Deswegen würde ich ihn hier Sturm und Schuss mal machen. Du gehst auf die Flanke. Und dann, was ist das denn hier? Ausräuchern, ne, brauchen wir jetzt nicht. Oh, 100%! Na dann! Ja, das nenne ich doch mal eine schöne Willkommensparty. So, Jani, geht mal hier in die Tür. Ich glaube, wir können aneinander vorbeirennen. Hoffe ich zumindest. Oder du kannst auch hier hingehen. Da bist du ein bisschen sicherer. Er kommt auch so unweit. Naja, müssen wir mal ein bisschen Risiko fahren hier. Ein aktueller Aufklärungsbericht besagt, dass Feinde sich ihrer Position nähern. Bereithalten. Okay, da hinten, der stört mich nicht. Also nicht wirklich. Ist ja nur ein kleiner Goblin. Sieht auch schon cool aus, das Schiff. Oh fuck. Oh fuck. So, und jetzt stehe ich auf dem Ding und weiter. Du wolltest zurückgeschossen werden, ne? Wow, fuck. Wow, oder auch nicht? Ja, sehr schön. Du siehst ihn auch nicht, okay. Boah, seid ihr alle blind oder was? Keiner will von euch schießen wollen können tun? Na also. Hundertprozentiger Treffer. Ha! Akariminalisiert oder so ähnlich, ne? Boah, 10er Crit. Alter, finde. So, wen haben wir denn hier jetzt in den Flossen? Okay, ich würde sagen, der geht auch nicht zu weit. Aber dieses Leuchteding da vorne scheint gar nichts zu bewirken. Also da stehe ich jetzt drauf, ich kann hier auch nichts machen, oder? Ich habe keine Ahnung. Und davon eine Menge. Was das Ding bewirken soll. Naja. So, er könnte jetzt bis da runter. Was sollen diese Leuchtedinger? Ich habe keine Ahnung davon. So viel. So, warte mal. Er könnte jetzt bis nach da runter gehen. Mal gucken, was das bewirkt. Tja, also scheinbar gar nichts. Das ist super, das finde ich toll. So, Jani, du gehst mal hier hin.
Und wie ist da die Posi halten? So, Sniper, du hältst auch mal die Posi. Na, dammit. Oha. Ja, die kann das, die Gute. Alter, finde. Ist ja die Hammer. Kannst du die stapeln so, ne? Also jeder stellt sich hin, bäms weg, bäms weg. Commander, ich weiß nicht, was Sie gerade getan haben, aber Sie haben anscheinend in ein Wespennest gestochen. Die Aliens werfen alles, was sie haben, in die Schlacht, um dieses Schiff zu schützen. Okay, ich gehe dann mal wieder, ne? Oder wie war das? Warte mal, komm mal her hier, wenn du einen Schritt nach da gehst. Ach du Scheiße, musst du nachladen, der Gute. So, dann würde ich sagen, ihr bleibt mal wieder in Deckung. Warte mal, du gehst mal dahin. Jetzt schicke ich ihn mal hier drauf. Mal gucken, ob er dann... Der wird auch nicht teleportiert, oder irgendwas? Nö. Da passiert einfach gar nichts. Weder hoch noch runter noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Was das für ein Quatsch sein soll. Achtung, Strike One. Feindkräfte nähern sich Ihnen. Oh oh. Feinde im Anmarsch. Ist das alles? Und dafür hat er jetzt einen Aufriss gemacht? Da hängt das Spiel. Nö. Aha. Ah, jetzt ja, eine Insel. Ich will die Deckung nicht verlieren. Deswegen. Ah, jetzt bist du dran, okay. Boah, drehen wir die Keim. Das ist ja wow. So, so weit kommst du gar nicht, ne? Oder? Ja, bis dahin, aber das war's. Na, dann machen wir das. Und du lädst mal nach. Boah, du Eieiei. Hat er denn nicht Feldposten? Okay, kleiner Mann. Ich glaube, die Akaria, die hat mit dir ein Rühmchen zu rupfen. Alter Finne. Die haut aber wirklich alles zack und weg gerade, ey. Ist ja der Hammer. Hm.
Also ist jetzt ein riesengroßes Schlachtschiff. Also das könnte jetzt ein bisschen dauern. Oh, guck mal, hier ist eine Tür offen, ne? Kommt mir alles nicht so wirklich geheuer vor. Boah, geil. Das ist doch mal eine schöne Stadt da unten. Wir wollen es nicht ausmalen, was passiert, wenn das Teil da runterknallen würde. Mama mia, ich weiß auch nicht, wie viele Etagen das Ding hat oder irgendwas. So, Snoopy geht mal auf die Seite. Ich glaube, du stellst dich mal hier hin und versuchst irgendwie, ja, gleich einen guten Eindruck zu machen. Die Fronten zu decken, die Flanken. Ich würde da nicht zu schnell hingehen, ne? Wer weiß, was uns da noch erwarten wird. Ich habe nämlich keine Ahnung. So. Ja, ich bleib's mal hinten, Jani. Feindverbände nähern sich Strike One. Bereit machen für Kontakt. Wow. Wenn jetzt immer nur so ein kleines Mannequin ist, dann kriege ich richtig Angst. So. Oha. Halt mal die Augen einfach offen. Halt die Augen offen. Hoffe, wir werden nicht drauf gehen. Na, Racket Man ist hier auch nicht gerade nah. Besser gesagt, Woman. Das ist ja die liebe Snoopy. Okay, von der Pulsi könnten wir eigentlich relativ gut durchschießen. So, du kannst jetzt dahin. Ja, dann würde ich sagen, schieß mal drauf. Wow! Einer weniger. So, Jani könnte jetzt eigentlich auch mal ins Getümmel stürzen, sich hier.
Hui, ich komme. Feindkräfte nähern sich ihrer Position, Strike One. Augen auf, Leute. Oh, damage. Okay, langsam wird's eine Bedrohung. Obwohl, warte mal. Alter Finne. Na, jetzt so weit wie eine Handgranate oder so wäre cool. Okay, interessant. Was, das ist alles, was du siehst? Na, wow. So, da reden wir nochmal drüber, ne? Was du siehst und was nicht. So, 29, 49. 81 ist, glaube ich, das Beste. 6er Crit. Sehr gut. Ich könnte jetzt mit einer Granate dahin schreddern, aber... Ja. Oh, ich liebe diese Granaten, ey. Oder Raketen auch. Ich versuch's mal. Also, holla die Waldfee. Das hat gesessen. So. Allerdings, wir sind gerade mal bei 5. Wer weiß, was uns noch hier entgegenkommen wird. Wenn die Aliens hier stinkig werden. Das macht keinen Sinn. Mit dir da weiter so rumzustehen. So, weiter kommt sie leider nicht. Puh, Glück gehabt. Neunundzwanzig ist doch ein Witz, oder? Keine mit tödlicher Geschwindigkeit. Ich glaube, er nimmt den richtigen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen, kleiner Mann. Na, wie geht's denn so? Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Ja, mach das mal, mach das mal. Es wird bestimmt ein tolles, volles Punktekonto. Holla, die Waldfee.